Ich glaube übrigens, wir befinden uns jetzt in dem Moment gerade in einem Online-Special, weil wir die Sendung zeitmäßig bereits verlassen haben. Wir können einfach das Gespräch weiterführen. Hallo Internet. Wir lassen das Internet, das Gespräch einfach weiterführen. Habe ich im Internet, habe ich praktisch jetzt 365 Tage Geburtstag, weil das vergisst nichts. Sehr toll. Ich habe noch nie im Internet Geburtstag gefeiert. Aber ist, als ich bei euch bei Halligalli war oder auch früher... Cookies bei, und Kaffee. Nee, ich war noch nie bei Halligalli, aber bei Neo Paradise. Ja. Da gab es Backstage immer schon ein komplett anderes Gäste-Catering als bei uns. Also wir gehen wirklich zu Lidl einkaufen. Ja. Wir haben so einen kleinen Piaggio, so ein Dreirad-Ding. Ja. Und dann der Praktikant, der ganz schlecht sehen kann, mit 10 Euro hingeschickt wird, für die Gäste einzukaufen. Ja. Bei euch gab es immer so kleine Glasflaschen. So, die aber auch so nur toll. Für die Gäste. Auch nur für die Gäste. Ja. Es gab für uns Moderatoren, gab es das natürlich nicht, weil wir mussten natürlich nach außen hin irgendwie Eindruck machen, damit wir den Eindruck erwecken, es läuft wahnsinnig gut. Bei Markus Lanz hat man das Gefühl, man geht erst in Sterne-Restaurant und ist dann zu Gast. Ja, ja, genau. Wenn man dann so satt und zufrieden nicht ich merkt, was man redet. Ich habe Markus Lanz Anzug heute angezogen. Ist deswegen fasse ich das auch so gerne an. Also Kord-Samtanzug und das ist eigentlich, ich denke, dass wir da mal drüber reden sollten. Du hast dich gerade Backstage darüber lustig gemacht, dass ich in meiner Garderobe einen Schuhanzieher habe. Ich ziehe meine Schuhe immer mit Schuhanzieher an. Ich bin 2 Jahre älter als du, das merkt man im Rücken. Ich krieg's immer, ja, wenn ich normale Schuhe anziehe, die so Schnürbänder haben, die kann man aufmachen, dass der Schuh so groß ist, dass im Idealfall, wenn es meine Größe ist, mein Fuß reinpasst, ja. Mhm. Und dann kommen Leute, die mir mit so einem Schuhanzieher, das sind wie diese großen Pfeffermühlen, weißt du, man denkt, warum muss das sein? Und dann, dass man sowas dann benutzt, ne? Und das ist, ich finde das merkwürdig, dass es solche Sachen gibt, die offensichtlich ein Success sind in der Welt. Apropos Schuhanzieher. Gerade eben Idee für die Höhle der Löwen. Na? Frank Thelen. Schuhanzieher und Pfeffermühle kombiniert. Das ist so, es gibt so Sachen, die passen eigentlich nicht zusammen. Das ist so wie Schlüsseldienst und Schuhreparatur. Ja, wo man denkt, wer hat sich das ausgedacht? Und irgendwann haben wir gesagt, es passt nicht zusammen, aber es ist irgendwie ein Erfolgsmodell. Ja, wir machen das jetzt an jeder Straßenecke. Ja, genau. Schlüsseldienst und das Pfeffermühle und Schuhanzieher ist genau wie Schlüsseldienst und Schuhreparatur. Es wirkt erstmal weird, aber auch interessant. Ja? Ich finde, wollen wir nicht einfach die Füße hochlegen, einfach stundenlang weitermachen? Ich finde, das ist wie damals, als wir uns das Bühnenprogramm ausgedacht haben. So ja, das wir haben Jan und ich hatten ein Bühnenprogramm und dann haben wir erstmal, damit wir uns selber unter Druck setzen, weil wir anders auch sehr faule Schweine sein können, haben wir erstmal erst alle Termine gebucht. ohne zu wissen, was wir machen. Genau. Und dann haben wir. Das hat man auch gesehen auf der Bühne. Das ging dann, die Premiere ging fast 4 Stunden in Frankfurt. Ja, stimmt. Und wir sind gemeinsam mit dem Publikum müde geworden. Man hat gesehen, wie wir langsam in uns zusammenfallen und auch das Publikum immer dachte, ja, war ja mal vor 2 Stunden ganz witzig, aber jetzt. Das ist so ein Gefühl, was ich langsam auch bekomme. Ich finde, wir sollten jetzt... Sollen wir zurück ins Fernsehen einfach? Wir gehen mal eben... Das war das kleine Internet-Spezial, der rausgeschnittene Teil aus dem Gespräch mit Klaas Häufer Umlauf. Und jetzt tue ich so... Müssen wir mich anders hinsetzen. Mann, ich auch. Und Anschlussfrisur. Wann treffen sich deine Geheimratsecken eigentlich in der Mitte? Ist das bald oder demnächst? Das ist tatsächlich... Bringst auch eine Platte raus, ne? Bin ich auch ganz offen. Auch wir sprechen da offen drüber. Wir sind genetisch anders veranlagt. Bei dir geht die ganze genetische Energie in den Haarwuchs. Dafür bist du halt bloß 1,40 groß. Ja. Das Schöne bei mir ist, ich komme halt mit dem Kopf oben an den Türrahmen an, weil ich extrem groß bin. Aber ich spüre es dann eben auch, weil die Haare oben dünner werden. Aber ich meine, ist das nicht unser gemeinsamer Traum, im Fernsehen alt zu werden? Nicht unbedingt zusammen, aber vielleicht auf getrennten Kanälen? Ja, warum nicht? Getrennten Sendungen? Ja, hattest du jetzt außer, sag mal, die Erhaltung dessen, was irgendwie gerade da ist, hast du irgendwelche anderen Pläne für die Zukunft? Möchtest du noch mal irgendwas machen, was am Ende... Willst du noch mal Krankenwagenfahrer werden? Ich fange demnächst an, ich will mir ein anderes Management organisieren. Ich habe gehört, Xatar macht das ganz gut. Xatar macht das sehr gut. Montagabend eine neue Show bei ProSieben organisieren, nach Halligalli. Und ich habe gehört, ihr habt einen ganz geilen Lead-In. Wir haben einen sehr geilen Lead-In. Und euren Lead-In, den macht ihr dann zu einer Top-Quote und ihr seid dann mein Lead-In und ich komme dann danach und fick den Montagabend kaputt. Möchtest du grundsätzlich zum Privatfernsehen? Je nachdem, was die Werbewirtschaft bereit ist für mein Gesicht. Ich bin ja neu in der Werbewirtschaft zu bezahlen. Ja, erstmal, den Wechsel perfekt zu machen, das ist erstmal wurscht. Also da, die machen das dann schon. Ja. So, also das kann man jetzt gut machen. Ich überlege dir so, aber ob das dann so, ja, ob dann auch langfristig, Demo... langfristig. Ja. Ich weiß nicht, ob das langfristig in Ordnung ist. Ich glaube, dieser Ärger mit der Politik würde sofort aufhören, weil keiner weiß außer Politik, wo man bei ProSieben anrufen muss, um die zu beschweren. Ja. Da geht da einfach keiner ran. Wie ist denn die Limo dann jetzt zu dir gekommen? Also warum machst du Werbung für eine Limo? Ich wüsste gar nicht, für welches Produkt ich Werbung machen könnte. Juck und ich gehen regelmäßig gemeinsam durch den Rewe und überlegen und sprechen proaktiv. An. Ja, also wir suchen uns einfach die Produkte aus, die auf Augenhöhe sind, ja, also die in einer kundenfreundlichen Höhe stehen. Bei dir ist dann immer so die tollen Preissachen, ja, und weißt, die guten Nudeln sind dann weiter oben, die kann Joko dann machen. Und Hohecker macht die Ja-Produkte von ganz unten. Ja, genau.
Das ist, also so machen wir das und dann schreiben wir die an und sagen, wir hätten Zeit im Sommer. Und ja, und dann machen wir das komplette Produkt. Wir sind Agentur und ja. Testimonial. Ja, Deals for Equity. Solange man sich mit sich im Reinen ist, ist das alles in Ordnung. Wir haben ein kleines Spiel vorbereitet, Lars. Aber ganz kurz. Was hast du jetzt? Was ist? Ich hab hier wie Markus Lanz, Markus Heidemanns ist auf meinem Ohr. Ich hab sowas auch. Markus Heidemanns ist der Producer von Markus Lanz, der in Hamburg sitzt und während er mit, auf einer anderen Seite, mit der anderen Hand, Markus Lanz als Marionette steuert, spricht er mir quasi immer geile Gags aufs Ohr. Mhm. Ist wirklich wahr. So,